Ja, lieber Knut Gorzewski, Jagodo Ramelow, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen der Linkspartei, von meiner Seite her herzliches Willkommen in Erfurt zu Ihrem Bundesparteitag in dieser Stadt. Ich glaube, der Bundesparteitag passt sehr gut nach Erfurt. Es gibt seit 5,5 Jahren hier im Rathaus eine strategische Mehrheit links der Mitte, die für gewöhnlich auch trägt. Wir haben in 5 Jahren gemeinsam die Haushalte beschlossen. Wir haben Schulen und Kindergärten saniert. Wir haben die Arbeitslosenquote halbiert. Wir haben Schulden abbezahlt und haben auch die Zahl der Arbeitsplätze deutlich erhöht. Also alles Dinge, auf die man durchaus stolz sein kann. Und meine erste Vertreterin, Bürgermeisterin Tamara Thierbach, ist auch Mitglied der Linken. Darüber hinaus ist Erfurt durchaus ein gutes Pflaster für Parteitage. Also wir hatten in den letzten Jahren von verschiedenen Parteien hier Parteitage, aber es gab natürlich auch einen ganz bedeutenden, Knut Gorzewski sprach es vorhin an, vor 120 Jahren, 1891, der Erfurter Parteitag der SPD. Er endete gestern, vor 120 Jahren, am 20. Oktober 1891. Wenn man da mal nachblättert und nachliest, stellt man erstens fest, dass Programme damals wesentlich dünner waren. Nicht was den Inhalt angeht, sondern was den Umfang angeht. Es gab wahrscheinlich auch keine 1300 Anträge, ist jedenfalls zu vermuten. Aber das Programm war damals zweigeteilt. Einmal ein theoretischer Teil und einmal ein ganz praktischer Teil. Und wer sich den praktischen Teil mal durchliest mit den konkreten Forderungen, da stellt fest, dass nahezu alles von dem, was da drin steht, umgesetzt wurde oder in Teilen umgesetzt wurde. So gesehen ist das vielleicht auch für Ihren Parteitag ein gutes Omen, wenn Sie hier in Erfurt tagen. Dinge wie Abschaffung Todesstrafe, allgemeines Wahlrecht, wie Gleichberechtigung der Frau, 8 Stunden Arbeitstag, vieles, vieles mehr. Abschaffung der Kinderarbeit wurden vor 120 Jahren hier in Erfurt verabschiedet. Und muss man sagen, das ist mittlerweile auch nicht nur im linken Lager verankert, diese Forderungen. So gesehen war das damals, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Parteitag. Ich wünsche Ihnen viele Diskussionen, weise Beschlüsse und dass Sie morgen ein Programm verabschieden, auf dessen Basis Sie dann viele Jahre lang arbeiten können. Ich hoffe aber auch wenn Ulrich Maurer eben sagt, es gibt kaum Pausen oder keine Pausen, ich hoffe aber auch, dass Sie trotzdem die Zeit finden, mal in die Erfurter Innenstadt zu schauen. Vielleicht mal zwischendurch kurz schwänzen, wenn mal irgendwas was nicht ganz so interessant ist. Weil Erfurt ist nicht nur eine Stadt mit einer linken Ratsmehrheit und eine Stadt mit einer großen Tradition. Wir sind auch eine wunderschöne Stadt. Erfurt hat einen der größten noch erhaltenen Altstadtkerne Mitteleuropas. Die Stadt hat mehrfach in der Geschichte richtig Glück gehabt. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges gab es Gebäudeschäden zwischen 10% und 15%. Das war für eine deutsche Großstadt ziemlich wenig. Und in den Jahren nach der Wende wurde die Innenstadt mit viel Liebe und auch mit viel Geld wieder aufgebaut. Und bei der ganzen Diskussion um Städtebauförderung kann ich nur sagen, jeder, der Städtebauförderung in Frage stellt, den sollte man mal das Beispiel Erfurter Innenstadt benennen oder zeigen. Da sieht man nämlich, dass das Geld nahezu komplett sinnvoll eingesetzt wurde und dass es uns zumindest unglaublich geholfen hat. Wir haben die Krämer Brücke, die älteste beidseitig bebaute und ganzjährig bewohnte Brücke nördlich der Alpen. Es gibt so ein Gegenstück in Florenz, aber wer da mal war, die hat eine Baulücke oben drauf. Haben wir nicht. Also wenn Sie bei uns über die Krämer Brücke laufen, könnte man auch den Eindruck bekommen, es ist eine ganz normale Altstadtgasse. Wir haben, wie wir inzwischen wissen, die älteste Universität im heutigen deutschen Staatsgebiet. Ich weiß nicht, ob Delegierte aus Heidelberg da sind. Es gibt neue Dokumente, die belegen, dass die Erfurter Uni gegründet wurde 1379. Das war 7 Jahre vor Heidelberg. Die wurde geschlossen. Sie wurde allerdings geschlossen, und zwar im Jahr 1816 im Zuge der preußischen Universitätsreform. Die Erfurter sagen ganz gerne, das lag daran, dass Berlin bevorteilt wurde und Erfurt benachteiligt und so weiter und so fort. Das mag ein Teil der Wahrheit sein. Die ganze Wahrheit ist viel banaler oder war viel banaler. Es gab zum Schluss 13 Studierende und 30 Professoren. Also ein Betreuungsverhältnis, welches man an heutigen Hochschulen nur noch schwer findet. Wir haben inzwischen wieder eine Hochschule, eine Uni mit 5000 Studierenden, eine Fachhochschule auch mit 5000 Studierenden. Betreuungsverhältnis nicht mehr ganz so gut. Und abhängig davon lässt sich in Erfurt hervorragend studieren. Und als letztes vielleicht noch, wir haben in Erfurt die älteste erhaltene Synagoge Mitteleuropas. Das Gebäude haben wir erst gefunden in den späten 80er Jahren. Klingt ein bisschen abstrus, wie kann man so ein Gebäude finden? Eigentlich eine tragische Geschichte. Es gab im Jahr 1349 das erste Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung und das Gebäude wurde danach, wie es so banal heißt, umgewidmet. Es war ein Lagerhaus, war später ein Tanzsaal, vieles, vieles mehr. Wurde so verbaut, dass es nicht mehr erkennbar war als Synagoge und hat deswegen die Jahrhunderte überstanden. Seit 2 Jahren ist es als Museum eröffnet. Wir haben bei Straßenbauarbeiten noch einen
jüdischen Gold- und Silberschatz gefunden, der auch auf dieser Welt seinesgleichen sucht. Und wir versuchen jetzt mit diesem jüdischen Teil unserer Geschichte auf die UNESCO-Welterbeliste zu kommen. Das ist etwas, das haben wir in den 90er Jahren nicht gemacht. Das haben andere ostdeutsche Städte gemacht. Wir haben damals nicht unglaublich lange Anträge geschrieben. Das holen wir jetzt nach. Also, ich hoffe, Sie haben einen erfolgreichen Parteitag. Ich hoffe, Sie finden den Weg in die Innenstadt. Und wenn Sie sich für Erfurt so begeistern, dass Sie herziehen wollen, auch das liegt durchaus im Trend. Die Stadt wächst. In diesem Sinne herzlich willkommen in Erfurt.